Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Wasteland 2. Ja, in der letzten Folge musste ich mich leider ein bisschen damit beschäftigen, Muni aufzutreiben. Und, oh, ich habe gerade die Drehung, müssen wir im Wasser holen hier. Ja. Und bin jetzt dann wieder auf dem Weg zum Agrarzentrum. Ich hoffe, jetzt werde ich hier unterwegs nicht schon wieder angegrapscht irgendwie. Nein. Denn ich war ursprünglich schon am Agrarzentrum, musste dann aber feststellen, dass mein Scharfschütze, also ohne Muni und auch meine Energiezellen für meinen Techniker, die waren auch sehr mau. Da musste ich mir jetzt erstmal neue Munition besorgen. Musste, heißt, ich musste jetzt erstmal zurück zum Händler hin und her. Und jetzt sind wir dann aber Roger, letztendlich Echo am 1. Agrarzentrum. Deal with the emergency situation first before proceeding to the satellite dish. Repeat, talk to Kathy Lawson and take care of her emergency. Then, Ja, go to the also wir satellite müssen dish jetzt and erstmal die pick up the Katie rest. Lawson finden. Protecting civilians is always a Ranger's Die hat number da one wohl irgendwie priority. Notfall für Copy. uns, bevor wir uns halt auf der Suche nach der Satellitenschüssel machen. Roger, Also Echo 1. hier soll Advise wohl from the auch der bridge erste to command Funkturm Alpha. sein. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Und vor allem bin ich jetzt mal gespannt. Ja, jetzt werden wir erstmal schauen, dass wir hier zum Agrarzentrum kommen. Also der sieht jetzt aber nicht gerade gesund aus, der da ankommt. Ja, das ist natürlich sehr nett. Also wir haben ja bereits den Funkspruch erhalten, dass irgendwas hier mit den Pflanzen nicht in Ordnung ist. Und ja, jetzt schauen wir erstmal. Jetzt wollen wir uns erstmal wie üblich ein bisschen hier umschauen. Da steht so ein LKW rum. Jetzt auch nicht. Was haben wir denn hier? Wasser. Oh, das ist natürlich. Wasser ist sauber. Ja, das mal so stimmt. Oh, das ist natürlich super. Tja, jetzt ist natürlich die Frage. Das muss ich mal einmal kurz über die Karte fahren. Jetzt ist natürlich die Frage, wo jetzt hier diese Katie ist. Ja, da müssen wir jetzt mal natürlich mal ein bisschen rumsuchen. Und ich will ja dann mal stark hoffen. Also hier haben wir schon mal. Oh, hier steht irgendwas. Hier haben wir noch so einen Waggon stehen. Ja, hier ist jetzt natürlich. Also ein Zahlenschloss am Safe. So, ich könnte jetzt natürlich mal probieren hier mit dieser brachiale Gewalt. Ich glaube zwar nicht, dass ich den aufkriege. Hat mich jetzt auch gewundert. So, jetzt könnte ich natürlich mal ein bisschen rumprobieren. Wir haben ja hier unseren Technik-Freak. Aber das wird mich jetzt. Das geht normalerweise auch nicht. Nein. Ja. Mechanische Reparatur. Könnte ja mal klappen. Ja, das heißt, da gibt es wohl irgendwie einen Zahlencode für. Müssen wir mal schauen, ob wir den nicht irgendwie rauskriegen. Gut, dann werden wir jetzt erstmal weiter. Denn wir wollen jetzt in erster Linie die Casey finden und so schick ich es auch immer finde, wenn hier die Kampf-Action abgeht. Muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich jetzt gerade aufgrund meines Munitionsmangels jetzt nicht übermäßig davon haben. Und würde ja ganz gerne erstmal zu dieser Casey kommen. Jetzt muss ich erstmal schauen, wo wir hier. Ah, da sind schon wieder so Riesenhäschen. Und jetzt muss ich mal kurz hier schauen. Ja, und hier haben wir Maden. Also okay, wir müssen jetzt so oder so Maden fliegen. Naja, wir begeben uns jetzt einfach mal ins Getümmel, weil es bringt sonst sowieso nichts. Also wir haben jetzt erstmal. Die Raupe darf zuerst. Finde ich jetzt mal gar nicht so nett. Hat die mir jetzt direkt eine Vergiftung verpasst? Ist das ein mieses Vieh? Ja, schauen wir mal. Ja, Raupe scheint jetzt nicht so spektakulär zu sein. Ah, die hat ja plus Glück und da wollen wir mal schauen. Ah, plus 1 AP. Ja, das ist natürlich Trauma, wenn man da noch trifft.
Ja, und da ich jetzt plus 1 AP hatte, habe ich einen dritten Schuss. Jetzt ist natürlich Scharfschütze. 37% ist natürlich ganz mies. Gehen wir mal ein Stück zurück. Haben wir schon 67, schon besser. Ja, aber dann geht die auch weg. Und er hat immer noch Ladehemmung. Ja, das ist natürlich traumhaft. Den stellen wir mal ein Stück nach hinten. Aber noch 2 Fliegen und 2 Raupen. Naja, schauen wir mal. Ist jetzt natürlich... Habe ich jetzt meinen Timer vergessen, verfluchte Axt. Macht nichts. Die Folge hat ein bisschen länger. Ist auch nicht schlimm. So, jetzt schauen wir mal. Ja, ist jetzt natürlich hier wieder ganz mies, dass ich hier... Scharfschütze würde ich am liebsten dann erstmal raushalten, aber... Wo ist denn hier die... Wo ist denn jetzt die angeschlagene Raupe hin? Jetzt kriege ich die hier nicht ins Ziel. Ach, da haben wir die Riesenmade, die nehmen wir uns mal zuerst vor, denn die macht diesen Gift dort. Ja, sehr schön. Ein Schuss, ein Treffer. Das ist natürlich wunderbar. So, jetzt greift die unseren Sanitäter an. Das kann ich natürlich nicht gut heißen. Deswegen wird die auch jetzt erstmal standesgemäß verkloppt. Oder auch nicht. So, wollen wir doch mal sehen hier. Oh mein Gott. Ja, das war ein schöner Treffer. Mann, 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 Mann. Das muss ich mal gucken. Also irgendwer war doch hier vergiftet, ja, der Sanitäter selbst. Das muss ich aber gerade nochmal schauen. Irgendwo konnte ich doch hier... Vergiftungen heilen. Tja, habe ich leider nichts mehr für. Dann mache ich mich halt mal ein bisschen aus dem Staub hier. Da ich immer noch die Waffe verklemmt habe. Das ist natürlich traumhaft. Aber ich denke mal, das wird jetzt hier nicht so. Jetzt haben wir einen Scharfschütze. Ich fliege jetzt bitte einmal. Oh, dann nehmen wir erst die Made erstmal schön. Ja, wunderbar. So. Die Made wegpusten. So, und die Fliegen sind jetzt eigentlich... Also die Maden kann ich hier schon mal mit auf den Weg geben. Sind wesentlich schlimmer, denn die machen so einen richtig ekelhaften Giftdot. Ist gar nicht mal so nett. Jetzt prügeln wir mal die Fliege weg. Ja, hätte ich mal... Jetzt habe ich wieder was gesagt. Mein Gott. Gut, schauen wir mal hier 53%. Ja Mensch, geht doch. Jetzt müssen wir erstmal nachladen. Und wie ihr jetzt seht, die, mit der habe ich jetzt auch noch 5 Energiedinger. Ja, ich habe natürlich auch noch eine Rohrbombe, aber... Mann, oh Mann, oh Mann. Also den lasse ich jetzt erstmal stehen. Jetzt schießen wir mir die Fliege weg mit dem Scharfschützen. Ja, klar. Oder auch nicht. Muss gleich unser Mili wieder rennen. Der Big Bert wird es schon richten. Da kommt er mit 54%. Ja. Warum nicht gleich so? Und wir haben ein Level-Up für unseren Scharfschützen. Wenn wir mal unseren Funkspruch entgegennehmen. Damit ich hier das Level-Up freigeschaltet bekomme. Das ist schon mal sehr schön. Dann looten wir einmal. Irgendwas Nützliches dabei. Naja, ah, gibt auf jeden Fall alles Kohle. So, und jetzt machen wir erstmal, schauen wir mal hier. Ein Level-Up für den Scharfschützen, ein bisschen Muni haben sie auch noch dabei gehabt. Oh Mann, jetzt habe ich mit dem wieder nur 4 Patronen. Lass gleich bitte irgendwo ein Händler kommen. Das wäre traumhaft. Und jetzt gucke ich gerade mal. Ja, im Lager der Gleisnomaden, ja, da hätte ich nämlich auch zuerst hingehen können, aber da ist noch alles irgendwie ziemlich siffig.
Ja, und jetzt sehe ich auch gerade, jetzt habe ich hier völlig was verpennt. Verflucht. Hätte ich auch erst wieder zur Ranger-Zitadelle zurückgehen können. Aber wir machen jetzt erstmal das Level up und wir schauen jetzt erstmal, dass wir hier noch ein bisschen weiterkommen. Da muss ich mich jetzt, da muss ich jetzt sagen, Asche auf mein Haupt, denn das habe ich jetzt ein bisschen verpennt. So, jetzt schauen wir erstmal hier. Wir machen auf jeden Fall mal noch. Was machen wir denn hier auf jeden Fall noch? Ich würde da erstmal noch ein. Für den nächsten Punkt Scharfschützengewehre bräuchte ich 4 Punkte. Da bin ich jetzt natürlich geneigt, denn Trefferchance geht da natürlich auch hoch. Nochmal um 6% und der Crit. Da werde ich die Punkte erstmal festhalten. So, und dann schauen wir jetzt erstmal weiter. Wenn wir jetzt hier eventuell mal in eine Richtung kommen. Und jetzt seht euch das an. Das sieht doch. Was haben wir denn hier? Da haben wir so ein Pflänzchen. Wenn wir doch erstmal wegschießen. So. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Da haben wir doch hier einmal so ein Funkgerät. Genau, das sind die, die uns nach Hilfe gerufen haben. Da wollen wir mal sehen, was sie hier zu erzählen haben. Da sagen wir jetzt einfach, ja, wir sind die Rangers, genau. Ah, da ist die Katie Lawson, die wir auch finden müssten. Das ist natürlich sehr schön, sie lässt uns auch problemlos rein. Und... ja, ich möchte da gerne rein, dankeschön. Einmal betreten, bitte. Ja, und jetzt sind wir hier im Agrarzentrum und jetzt schauen wir mal, was die hier von uns möchten. Die Katie Lawson, die müssten wir erfinden. Jetzt werden wir noch angemeckert, wo wir so lange waren. Aber wir haben den Schutz versprochen. Im Gegenzug erhalten wir Futter. Aha. Auch schön, jetzt haben die Probleme mit Killertomaten. Wir wollen uns doch mal schlau machen, was es damit auf sich hat. Ja, die haben die ganze Zeit nach Hilfe gerufen. Okay. Ach so, jetzt. Ja, wir untersuchen ein entferntes Signal. Bin ich jetzt gespannt, ob die irgendwas darüber wissen. Ich wundere mich jetzt gerade nur, warum die nicht quasselt dabei. Das ist natürlich jetzt nicht so nett, was wir hier zu hören kriegen. Matt sure talks you all up, but so far you're about as impressive as a wet fart. Jetzt das ist das übliche Schema, wir fragen uns jetzt einfach ein bisschen durch. Zu allem, was hier so abgeht. Ja, hier ist. Hier ist wohl alles ein bisschen mutiert. Ein wenig. Sind noch irgendwelche anderen Leute unterwegs? Nein, gut. Hier sind noch irgendwo Farmer auf ihren Feldern unterwegs. Müssen wir uns dann doch mal. Also hier, wie ihr seht, jetzt ist hier auch wieder ein bisschen Text, dass ich. Aber da, was ich da sehe, freut mich natürlich, da sitzt tatsächlich ein Händler. Schon mal sehr gut. You saw her, that thing you met out front. She was one of my assistants. All of them were our people. And now they're. I don't know what they are. Pod people? Ach, Sponsorenträger. Also ich werde gleich aber auf jeden Fall. Oder in der nächsten Folge mal schauen. Wie es zeitlich passt. Jetzt muss ich fairerweise sagen, ich habe unterwegs es ein bisschen verpasst, mit dem Stern von dem Ace, den wir ganz am Anfang suchen sollten, nochmal zurückzugehen zur Basis. Den dort abzuliefern.
Ja, es gibt natürlich dann wieder schön EP, gegebenenfalls vielleicht auch Muni oder sonstige Klamotten. Oder vielleicht auch mal ein bisschen Rüstung, das wäre eigentlich auch mal ganz nett. Aber das schauen wir uns dann mal an. So, jetzt haben wir hier die Insekten sind natürlich riesengroß, das ist mir auch schon aufgefallen. Irgendwo rennen hier wohl noch Leute rum. Ein Mann im Rollschirm Überwachungspult, das dürfte der werte Herr hier sein. Der Matt Forestail. Wohl der da sitzt. Jetzt haben die hier überall explodierende Schoten. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Also hier geht auf jeden Fall richtig der Bär ab. Scheint alles zu mutieren. I might be able to come up with a cure. You'll need to, I suppose, a handful of fragments of pods. Let's say 10 would do the trick, if you can't manage to collect a whole one. Also jetzt möchte die, dass wir hier ein paar Schotenfragmente besorgen. The infection will surge back and we'll all be dead. Oh, damit die werte Frau ein Heilmittel herstellen kann. Ah, das ist doch mal ganz interessant. Ja, jetzt sind wir hier und wollen euch helfen, genau. Ja, das wurde auch Zeit. Ja, supi. Ich müsste mir vielleicht erstmal Munition besorgen. Ist ja vielleicht lustig, die Alte. Die ist ja witzig. So, dann sollen wir irgendwo einen Computer hochfahren. Der Computer befindet sich den Korridor entlang durch die hinter uns befindliche Luftschleuse. Ah, okay. Da werden wir uns doch mal... Tja... Jetzt werde ich natürlich hier erstmal, wenn ich jetzt schon mal hier bin, werde ich jetzt erstmal zusehen, dass ich eventuell... Ah, da müssen wir durch. Also da müssen wir irgendwie an den Computer ran. Jetzt macht die uns alles auf. Naja, dann werden wir uns jetzt erstmal ein bisschen umschauen. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo was Nützliches. So, jetzt werde ich aber erstmal sehen, was der werte Händler hier im Angebot hat. So, das ist der Matt, der im Rollstuhl sitzt. Ja, das hatte ich ja gerade schon erwähnt. Oh, jetzt können wir den zu diesem... jetzt können wir den zu dem Stern befragen, den wir vom Ace gefunden haben. Nicht mal fragen, ob er von seinem Tod gehört hat. Er wusste jetzt schon vorher, okay. Schauen wir mal, wie er das erfahren hat. Das ist ja hier mal... Hat er von Skinner gehört? Ist einer der Bauern. Mhm. Ja, jetzt fragen wir den erst wieder ein bisschen aus. Also jetzt, wie ihr schon seht, das wird jetzt hier sehr textlastig wieder, aber gut, das gehört halt dazu. Ist nun mal so. Ah genau, jetzt fragen wir mal eben nach diesen Schlangen-Squee-Zins, wenn ich das richtig ausspreche. Das ist wie Gin in einer Badewanne. Ja, das ist doch gar nicht mal so schlimm. Pilzhöhlen. Was haben wir hier für Pilzhöhlen? Ah, durch den Computerraum kommt man zu Pilzhöhlen. Oh Mann, da müssen wir doch mal schauen. Schauen, ob der was weiß über den Angriff, der Ace getötet hat. Mhm. Ein seltener Mann. Seltsamer Mann, seltener Mann, ja. Mhm. Jetzt soll er uns erstmal noch ein bisschen was übers Agrar... Ah, das ist sehr interessant hier. Toll, das ist jetzt mein Handy, das ist natürlich ungünstig. Kleinen Moment, ich bin sofort wieder da.
wieder zurück. So, Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Da musste ich mal kurz hin. Musste ich mal wen kurz am Telefon abwürgen. Ach, herrje. So. Das ist natürlich ganz toll. Aber gut, jetzt nicht so dramatisch. So, denn wir sind ja hier immer noch. Jetzt fragen wir den mal ein bisschen aus übers Gleisnomadenlager, wo wir auch noch eine Quest haben. Aber da werde ich dann mal in der nächsten Folge zu kommen. Wie ich auch gerade schon erwähnte, wir müssen da noch einmal, Entschuldigung, einmal noch zurück. Aber jetzt schauen wir uns erstmal hier noch ein wenig um. Und explodierende Hülsen. Mein Gott, das ist jetzt wirklich sehr textlastig. Jetzt erzählt er uns ein bisschen was, was hier so in der Gegend abgeht. Ist alles irgendwie mit Pflanzen bewuchert und alles mutiert. Und das ist doch genau meine Abteilung. So, wunderbar. Aber dafür bräuchte ich dann erstmal noch ein bisschen Muni. So, und jetzt, ja, er ist ja hier der Boss von dem Ganzen, so wie es aussieht. Mhm. Mein Gott. Ah, wenn wir irgendjemanden auf unserem Weg in die Anlage finden, werde ich sicherstellen, dass ihr eure Bemühungen, die Anerkennung und Belohnung bekommt, die euch zusteht. Also, scheint so, als würden von dem irgendwo noch Leute draußen rumrennen. Dann werden wir mal natürlich die Augen offen halten. So, und jetzt sind wir hier... Nein, das... Ja, du bist ein Händler, das wollte ich jetzt noch gar nicht. Dann fragen wir noch, wie er sich verletzt hat hier. Ach so. Haben sie irgendwelche Gebäude, die wir brauchen können? Okay, dann schauen wir jetzt mal, was er hier so hat. So, Skinner müssen wir fragen, nachdem Händler den seltsamen Mann gesehen hat. Das heißt, wir müssen einen Skinner finden. Und jetzt schauen wir mal, was der hier so im Angebot hat. Ach, das ist ja wieder sehr schick. Aber die Preise sind auch sehr schick. Und ich habe beim letzten Mal schon mal erwähnt, und was jetzt natürlich ganz mies ist, der hat keine Munition. Uiuiui. Das ist schlecht. Also das ist jetzt wirklich, ja, total mies. Kann ich hier schon mal sagen. Oh Mann. Jetzt müssen wir mal gucken. Diesen ganzen Kram hier, den will ich jetzt einfach mal verscheuern. Ja, aber das macht im Prinzip nichts, da ich sowieso mit der einen Quest nochmal zurück wollte ins, in die Ranger-Zitadelle. Puh. Büchereikarte. So, und das ist wieder so ein Ding jetzt, nicht, dass man die vielleicht irgendwann nochmal braucht. Genauso wie den Steckbrief. Hab ich, habe ich hier noch eine Sprühfarbe, man... Das ist immer das Schlimme, man weiß nie, wofür man den Käse mal gebrauchen kann. Ja, das können wir verkaufen, da kriegen wir nur nichts Tolles für hier. Für unsere 100 Dollar, da können wir irgendwie... Oder kriegen wir nicht mal hier so ein Jäckchen für oder hier so eine Keule. Ja. Tja, eine Schaufel habe ich. Puh, das ist echt eine Hausnummer. Ich könnte natürlich ein bisschen... Bisschen hier noch Verpflegung holen, also ein bisschen Heilung noch. Ja, Wahnsinn, also da werde ich jetzt erstmal schauen. Jetzt gucken wir mal, ja, machen wir erstmal auf Wiedersehen. Also jetzt werden wir uns erstmal hier noch ein bisschen umschauen, ob hier vielleicht irgendwas Interessantes, vielleicht ist hier auch noch irgendwas, was ich vielleicht gebrauchen kann oder sonstiges. Wenn wir jetzt mal schauen, bevor ich jetzt irgendwo wieder losrenne. Also die hat uns jetzt gerade hier die Räumlichkeiten aufgemacht. Jetzt wollen wir mal sehen, ob es hier irgendwas Dolles gibt, was man vielleicht hier... Oh, also hier geht auf jeden Fall eine Tür lang. Die ist verschlossen. Ja, da wollen wir doch mal schauen, ob wir hier mit der brachialen Gewalt... Kriegen wir auch 77%. Einmal die Tür eintreten, bitte. Dankeschön, der werte Herr.
So, jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir hier so eine... Ah, jetzt haben wir hier so einen Pilz. Den werden wir doch mal ganz rigoros wegschießen. Dann dahinter... Ja, kleinen Moment, das war mein Timer. Oh, da haben wir jetzt ein explodierendes Schrotenfragment, den wir für die Quest brauchen. So, jetzt will ich aber hier schauen, jetzt hatten wir hier gerade noch eine Kiste. Untersuchen wir mal. Ein Privatsafe. Oh, und das finde ich jetzt natürlich traumhaft. Eine abgesägte Schrotflinte. Mit Munition, Sanitäterpaket, Energiezellen. Das ist natürlich sehr schön. Bringt jetzt meinem Scharfschützen hier nichts, aber gut. Auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen Muni für den Moment. Wobei jetzt natürlich nur die Frage ist, wem kann ich denn hier eine Schrotflinte in die Hand drücken? So, wir schauen uns jetzt erstmal hier noch ein bisschen um. So, jetzt haben wir hier irgendwo noch ein... Wissenschaftler soll jetzt hier irgendwo noch rumspringen. Und wie gesagt, wir schauen uns jetzt gerade erstmal noch ein bisschen hier um. Hier haben wir noch irgendwie einen Tisch. Was haben wir denn hier? Die Maschine hat Schluck auf, auch sehr schön. So, jetzt werden wir aber erstmal, wenn ich jetzt... Jetzt muss ich gerade mal gucken, die hat doch gerade gesagt, wir sollen hier mit dem... Erstmal wieder zurück. Kommen. Wie ihr seht, ich sehe, hier ist jetzt auch nichts Berauschendes mehr. Da hinten geht es noch auf. So, ich gehe jetzt erstmal kurz hier nochmal zu ihr zurück. Und dann... machen wir an dieser Stelle hier erstmal einen Cut. Ja. So, dann beenden wir. Jetzt bin ich auch noch vergiftet, sehe ich da drin. Natürlich, jetzt habe ich auch noch eine Pilzinfektion, ganz fiese Geschichte. Naja, und jetzt beenden wir an dieser Folge erstmal, an dieser Stelle erstmal die Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like, da lasst ein Abo, da lasst einen Kommentar da und wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Wasteland 2. Tschüssingen!